Für den heutigen Salat nehme ich eine Handvoll Sonnenblumenkerne und röste sie in einer Pfanne an, ohne Öl. Die Kerne stelle ich danach erstmal beiseite. Für das Dressing nehme ich jetzt ca. 250 ml Joghurt, fülle ihn in eine Schüssel, damit wir das Dressing gleich anrühren können. Dann gebe ich hier jetzt noch den Cheyenne-Pfeffer hinzu. Etwas Salz darf auch nicht fehlen. Einen kleinen Schuss Olivenöl. Gefolgt von etwas Zucker. Und jetzt nehme ich hier noch den Saft einer Zitrone und presse den aus. Und dann rühre ich das Ganze um, dass sich alles miteinander schön verbindet. So ist das Dressing auch schon relativ schnell zubereitet. 2-3 Minuten braucht ihr vielleicht, wenn es hochkommt, maximal. Welche Nudeln ihr zum Salat nehmt, ist euch überlassen. Ich habe mich hier, weil es toll aussieht, für dreifarbige Nudeln entschieden. Den Rucola-Salat lege ich einfach über die Nudeln jetzt drüber, bevor jetzt noch das Dressing hinzukommt. Und das gieße ich einfach auch über den Salat. Ihr könnt es natürlich auch vermischen. Ich werde es allerdings so anrichten, hat auch was Hübsches, wie ich finde. Und jetzt kommen noch die gerösteten Sonnenblumenkerne hinzu und als kleinen Kick noch etwas Chiliöl. Zum Schluss gebe ich dann noch ein paar sonnengereifte getrocknete Tomaten hinzu. Die haben noch ein gewisses Extra-Aroma und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachkochen und vor allem guten Appetit.